Einen guten Abend, Samson und Tyraval. Ich habe vergessen, die. Ja, den Titel umzustellen, aber ich glaube, das könnte eh noch einmal der Fall sein. Denn wir müssen noch ein bisschen bleiben, glaube ich, in Cambria, um Milizen aufzubauen und so. Genau. Und wer weiß, ob wir da noch nicht gleich nochmal verteidigen müssen. Kann gut sein. Das war ja jetzt nur ein kleiner Ansturm, den wir da gestern gesehen haben. Von nur 8 oder 9 Elite-Söldnern von Daedra. Und dann musste ich ganz schnell gehen. Ja, ich nehme mir jetzt nochmal ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Zeit. So ganz sicher bin ich mir nicht. Ja klar, Tyraval. Ich brauche jetzt wieder Geld, Tyraval. Ich muss direkt wieder streamen, ja. Nee. Nee, erstens würde ich gerne wissen, was da gedroppt ist, weil das war halt ein Trupp aus 9 Elite-Gegnern. Die könnten was Interessantes dabei gehabt haben. Und das wurmt mich schon die ganze Zeit, deswegen würde ich da gerne reinschauen in die Drops. Und zweitens weiß ich nicht, ob ich die Woche schaffe zu streamen, also innerhalb der nächsten Woche. Ich bin dann wieder alleine zu Hause, denn meine Frau ist wieder, die Alex ist wieder auf Klassenfahrt. Jetzt ist die Retour mit der, also sie war mit ihrer befreundeten Lehrerkollegin vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen auf Klassenfahrt. Und jetzt ist ihre Klassenfahrt, jetzt kommt die Kollegin von ihr da mit der sie auf Klassenfahrt war. Aber deswegen halt 2 Klassenfahrten recht schnell hintereinander. Und es ist sehr anstrengend, alles so alleine zu machen und sich da nichts teilen zu können. Und da kann es sein, dass ich dann wieder direkt nur noch mich hinflezen kann. Und vielleicht noch einen Rocky-Film schauen kann oder so. Die habe ich nämlich beim letzten Mal geguckt. Ganz, ganz viele, wobei ich dann immer so eingeschlafen bin, so zwischendrin. Aber muss ich sagen, ich habe ja Rocky noch nie gesehen. Muss ich gestehen, aber die waren gerade irgendwie bei einer Streaming-Plattform for free. Und deswegen habe ich die jetzt mal alle mir angeguckt. Also die ich bisher gesehen habe. Jetzt bin ich ja schon bei dem Spin-off bei Creed, würde ich dann gucken. Genau, aber da ist ja der Rocky auch noch dabei. Also ja, ganz nett, die Filme eigentlich. Also insbesondere der erste oder auch der Balboa, jetzt der letzte, die waren eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, genau. Deswegen war das auch lustig heute, wie der Freeman mit Kathleen zusammen da die Treppe hoch ist. Wie in Philadelphia. Genau, nur in Büsum. Ja, schön, die beiden mal gesehen zu haben wieder. Mal wieder live gesehen zu haben. Ja, war auch ein lustiger Stream, soweit ich zuschauen konnte. Genau, okay. Lehrer müsste man sein. Naja, also ich sehe ja, wie viel sie so arbeitet. Es ist schon, also ich muss sagen, ich mache lieber nach Feierabend einen Strich drunter und habe dann meine Ruhe, als dass ich dann noch irgendwie Gespräche mit Eltern führe, Kollegen mit irgendwelche Arbeiten vorbereite. Ja, also. Ich glaube, mit 40 Wochenstunden hat sie das da nicht hinter sich. Und ich habe halt meine Ruhe, wenn ich Feierabend habe und sie halt nicht wirklich. Also in den Ferien kommt sie zwischendurch dann auch mal zur Ruhe. Aber sonst vielleicht einen Tag am Wochenende. Aber naja, ist nicht ganz so chilly, muss ich sagen. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was gedroppt ist. Ich denke mal, euch beiden geht es weiterhin gut. Ich hoffe, keiner von euch ist krank geworden.
Und hallo an Pi, du bist ja bestimmt auch da. Pi ist ja immer da. Auch so, ich muss ja die Rucksäcke noch aufheben. Ich gucke noch gar nicht. Ich gucke noch gar nicht hin. Erstmal die Rucksäcke aufheben. Verbindung entfernt. Das ist nicht ganz das, was ich wollte. Was war denn nochmal Rucksäcke? Ich das immer sofort wieder vergesse, ey. Das ist unglaublich. Doch, war, glaube ich, richtig, oder? Naja, er hat zumindest seinen Rucksack. So falsch kann es nicht gewesen sein. Kann ich ihm auch wieder Granaten rausgeben? Die hätte er ja auch gut nutzen können. Gut. Jetzt ist das Wochenende zu Ende, ja. Genau. Okay, jetzt aber. Was ist gefallen? Oh, Beinprotektoren. Und eine Spektra-Hose. DSM-Weste. Weiß ich gar nicht, wie gut die ist. Davon sind gleich zwei gefallen. Die sind jetzt überhaupt nicht im guten Zustand. 29, 85, 13. Das ist, glaube ich, gut. Und die haben auch kein AP-Malus. Die haben ja hier, da verliere ich jetzt immer 3 AP mit der Spektra-Weste. 29, 85, 13. Die Werte sind die gleichen. Okay, dann auf jeden Fall Tausch gegen DSM-Weste, würde ich sagen. Sehr schön. Sehr schön. Und die Spektra-Shield-Hose ist auch sehr gut. Ist besser auf jeden Fall als die Tvaron-Hosen. Ansonsten ganz viele Sani-Taschen, aber die habe ich da wahrscheinlich eher abgelegt in dem Sektor. Eine Heckler und Koch 24i mit Bolzen und Feder. Das Universalmaschinengewehr Heckler und Koch 24, 23i funktioniert nach dem gleichen zuverlässigen Prinzip wie das Sturmgewehr G3. Das ist ein Maschinengewehr. So wie es aussieht, waren die Anbauten hier auch noch da dran. Das ist, glaube ich, das, womit dieser eine von so ganz weit hinten immer geschossen hat und immer Salven rausgehauen hat, ganz viele. Wobei die Reichweite ist ja jetzt nicht so riesig davon, ja. C1 haben sie auch fallen lassen. Das sind die Ladungen. Diese riesigen Magazine hier mit 100 Schuss drin wahrscheinlich. Ja, aber ich habe keinen MG-Schützen. Das wäre halt nochmal die Frage. Ich könnte mir ja auch nochmal einen neuen Söldner zulegen und da einen MG-Schützen mitnehmen. Das wäre was, was ich machen könnte. Könnte man mal machen, ne? Nach einem neuen Söldner gucken. Es sind auf jeden Fall ein paar ganz gute Sachen gedroppt. Ich weiß gar nicht, der Helm ist, glaube ich, gar nicht so gut. Der hat jetzt hier 27, 85, 15. Ach, 27. Ich und Zahlen. 27, 25, 75, 15. Der hat nur 70, 15. Also die Bedeckung ist geringer. Dadurch ist die Chance, dass er getroffen wird, mit dem Helm natürlich größer. Die Weste ist zwar besser, aber verglichen mit der Kampfweste. Kann natürlich sein, dass die verglichen mit so einer Spectra Shield Weste dann auch schlechter ist. Auch noch ein Spectra Shield Helm gedroppt. Da freut sich auch jemand drüber. Ja, schön.
Okay, also sind ein paar interessante Sachen dabei. Und ich glaube, ich würde gar nicht klarkommen, wenn die alles droppen würden. Da hätte ich so viel Loot überall und immer und ständig. So, ich muss die wieder ein bisschen verteilen hier. Denn sonst sehe ich nicht mehr, wo die Gegner sind. Eigentlich muss ja hier niemand stehen. Wieder. Genau, da sind welche. Und da sind auch welche. Gebe ich mal da unten mit rein. Falls der jetzt voll? Achso, der Sektor ist voll, ja. Falls die von dort kommen. Okay, ansonsten produzieren die hoffentlich gleich nach. Ja, die Sachen, die jetzt hier gedroppt wurden, die würde ich jetzt eigentlich gar nicht an Fox und Grizzly geben wollen, sondern eher an Chris. Ja, vielleicht doch an Fox. Fox kann, glaube ich, schon. Das ist schwer. Die Hose ist leider schwer. Das ist für Fox nicht so gut, dass die schwer ist. Ja, dann lasse ich es vielleicht doch bei ihr sein. Eh schon so schwer bepackt. Ja, sie muss mehr Kraft lernen. Das ist bald 62, aber das ist noch zu wenig. Okay, na gut, dann sollen sie einfach erstmal weiter Milizen trainieren dort. Ach so, halt. Ja, nee, nee. Bin bereit. Da sollen sie nicht stehen. Okay. Das wäre ziemlich gefährlich. Bin bereit. Bin bereit. Es lohnt sich, aufzupassen. Ja. Schön. In dem Moment der Kraftpunkt gekommen. Gleich ein guter Grund, zu speichern. Okay. Gut. Ansonsten ist da viel los. Sieht jetzt bald danach aus, als sei es hier gefährdet oder auch hier. Ich werde mal hier auch ein bisschen umsatteln. Ich nehme mal hier ein paar von den starken raus. Oder ich nehme die alle mal raus und wechsle mal gegen die da oben. Also falls sie da angreifen, kann ja sein, dass sie entweder hier angreifen oder den Sektor unten drunter. Aber da sind ja auch schon Elite-Milizen drin. Da tausche ich jetzt mal die Grünen raus. Gegen 9 blaue von hier. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt habe. Drei noch. Wird's definitiv schwerer, falls sie da angreifen wollen. Genau. Ich überlege, ob ich die jetzt darüber schicken soll, aber ich weiß halt nicht, wo die angreifen. Daher ist das auch ein Zufallsspiel. Gut, jetzt sind die auf dem Dach, jetzt können sie da oben Training der Miliz fortsetzen. Genau. Okay, ansonsten wollte ich bis 10 warten, hatte ich gesagt. Das habe ich jetzt auch noch in Erinnerung, wegen Carmen. Bin fertig.
brauche was zu tun. Ihr seid wirklich fertig, okay? Ihr seid halt fertig. Es wäre halt eigentlich ganz cool, wenn sie noch die Gegenstände im Sektor reparieren würden. Machen die leider nicht. Nur die Gegenstände, die jemand hat. Haben wir zum Beispiel auch nicht den Molotow-Cocktail. Könnten sie ja auch reparieren. Packe ich die einfach in die freien Plätze, würde ich sagen. Ja, auch noch einen Platz frei. Können die noch weiter reparieren? Weiß nicht, ob die Schnüre reparieren. Kleber ist, glaube ich, voll oder leer. Wartet mal. Ich habe mir jetzt was aufgeschrieben. Klebeband, Sekundenkleber und Stahlrohr. Und ich bin beim. Nee, ich bin noch nicht beim richtigen. Trevor. Trevor, mein. Ach, es geht wieder. Ich kann wieder mehrere Gegenstände mit Shift aufnehmen. Das ging ja gestern auch nicht. Gestern war ja eh ein komischer Tag, wo ich irgendwie lauter Fehler hatte. Also, Stahlrohr, Sekundenkleber und Klebeband. Das ist jetzt eine Laufverlängerung. Und mit der Laufverlängerung kann ich. Sollte vielleicht nicht den Sektor wechseln. Irgendjemand hat doch. Ich glaube, Dimitri. Dimitri. Du hast doch die Colt. Die Colt hat eine Reichweite von 40. Die ist jetzt schon besser. Also eigentlich hat er noch eine geringere Reichweite. Da. Ja, eigentlich nur 28. Aber mit einer Laufverlängerung kann man diese Reichweite erhöhen. Moment noch. Ich mach mal hier den Schalldämpfer ab oder den Mündungsfeuerdämpfer. So. Jetzt ist es, hat er eine Reichweite von 50. Jetzt hat er zwar keinen Mündungsfeuerdämpfer mehr, aber eine Reichweite von 50. Das ist jetzt schon sehr gut. Er hat zwar eine Reichweite von 80, die Parker, aber das ist ja nur für den Spezialfall. So. Genau, das habe ich mir. Da habe ich nachgelesen, was man mit den Gegenständen machen kann. Und ich habe mir die Sachen aufgeschrieben, die Kombination. Auf meinen schlauen Zettel habe ich mir die mit draufgeschrieben. Genau, und die Laufverlängerung, gerade für die Colt, ist es eine super Sache. So, okay, dann gucke ich mal noch. Hey, er kann. Schnüre könnte man auch in so einer Hosentasche machen. Genau. Kaugummi auch. Klasse, ich weiß nicht, ob da was repariert wird. Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Aber sollen sie mal versuchen. So. Bolzen und Feder hat Trevor noch. Da könnten wir noch eine Waffe mit verbessern. Schauen wir doch nochmal durch. Die an AP-Kosten haben, die verschiedenen Waffen hier bei Ihnen. Die hat schon Bolzen und Feder. Die AK könnte auch eine Laufverlängerung brauchen. Also Colt hat sehr wenig AP. Hat auch Bolzen und Feder. Die nicht die Waffe.
Dann. Ja, 10 ist jetzt auch nicht so viel AP, muss man sagen. Jetzt noch 3. Stimmt, er hat ja auch eine Colt. Die könnte auch eine Laufverlängerung brauchen. Wir noch mal gucken. Gut, und dann wäre es eben eher. Dann gehen wir die mal zu Trevor. Die Waffe auch noch verbessern. Sehr schön. Steht zwar immer noch 10 AP, aber who knows? Ich glaube, das ist im Endeffekt ist es dann schon besser. Kann er die Lore nehmen, erstmal. Okay. Ein bisschen Modifikation dran gemacht. Ansonsten müsste ich auch die ganzen Stahlrohre und so mal einsammeln. Hier liegen noch genug rum. Sekundenkleber und das liegt hier, da liegt noch mehr von rum überall. Können wir noch ein paar Laufverlängerungen bauen, wenn ich das mal alles so zusammensammle. Hier liegen 4 Stahlrohre oder, naja, ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Da liegen ein paar. Alu-Stangen liegen hier auch. Genau, und Sekundenkleber und Klebeband könnten 3 sein. Oder 5. Who knows? Sekundenkleber ist da nicht so viel von da. Okay. Nicht so wild. Jetzt haben wir 9. Die haben wieder was zum Reparieren. So, dann gucken wir mal jetzt. So, Gumpy. Pablo. Und Barry. Fangen wir bei Larry an. Da war so ein düster aussehender Mann, der behauptet hat, sie zu kennen. Er sagte, wenn sie Zeit hätten, würden sie ihn in San Mona finden. Er hat nicht genau gesagt, wo dort. Gut, sie hat es vorhin auch schon gesagt, also vorhin. Sie hat es gestern auch schon gesagt. Kann ich ihr da glauben? Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ja, ich bin immer da. Mehr als so, mehr stammkundig kann man eigentlich gar nicht sein. Da ist er. Und was ist nicht hier? Die Köpfe. Gibt's was Neues? Stimmt, dieser Ort ist was Besonderes. So. Ich bräuchte 2, um die Türen zu verstellen. Ah. Ich hoffe, er rennt nicht wieder weg. Also jetzt mache ich Folgendes. Gumpy geht hier hoch. Verstanden. Ja, die Gegenstände liegen noch. Nee, die sind noch nicht sichtbar. Ich muss in den. Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. Ja, beamen wäre gut. Er ist noch da. Ja? Ja, ich will aber. Jawohl. Ich will zur Post gucken. Ach, der hat überhaupt keinen Platz, ne? Ich könnte ihm höchstens noch irgendeine Tasche hier reinpacken. Aber ich glaube, das wird halt auch nicht besser. Vielleicht geht es. Na, sonst kann ich davon leider überhaupt nichts mitnehmen. Er ist ja hier mit seinem Heli. Jetzt schicke ich ihn direkt rüber mit dem Heli und gucke zwischendurch immer wieder, ob Carmen noch da ist.
Tag. Ja, schon, ne? Was nehme ich denn davon? Sieht aus, als wäre es zu wenig, oder? Doch viel mehr Taschen bestellt. Du schon wieder. Ich sage dir, ich komme nicht einmal dazu, eine Pause zu machen. Das Tempo hier würde einen wie dich umbringen. Der Typ hat wieder was geklaut. Ich habe doch wahnsinnig viele Taschen gekauft. Also so solche hier, ganz viele unterschiedliche Beintaschen. Und hier ist nur eine einzige Beintasche. Moment, ist noch was auf dem Weg? Habe ich bei dem anderen vielleicht nicht die richtige bestellen? Lieferrocken? Tatsächlich. Okay, gut. Sonst hätte ich ihn jetzt wieder verprügelt. Die diebische Schlange. Okay. Gut. Yeah, Skyrider hier. Ach so. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Ja, also ich kann da, glaube ich... Moment. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Kann da, glaube ich, nicht wirklich was mitnehmen. Wollte noch mal gucken. Klar, ich könnte jetzt Tims Tasche und Tims Rucksack nehmen. Vielleicht wäre das für ihn auch tatsächlich ganz gut. Weil da spielt es eigentlich keine große Rolle, wenn der so überladen ist. Ich probiere das. Halt. Ich muss erstmal leer machen. So, machen hier mal eine Lücke. Er könnte auch eine Laufverlängerung brauchen. Ja, das ist zum Verkaufen. Genau. Wir geben ihm mal eine Tims Kampftasche und ein... Ach nee, dann... War doch Quatsch, die Blackhawk-Weste hat doch damit überhaupt nichts zu tun. So, jetzt kann er erheblich mehr tragen mit der Kombination. Und da kann er auch gleich noch einen Werkzeugkoffer für Pablo mitnehmen. Er hat schon ein MP-Holz da, genau, da brauche ich nichts machen. Der Rucksack, achso, der hat so eine Taschen. Ist ganz anders konfiguriert. Okay. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, das wäre gut was für einen Mediziner. Okay, gut, dann passt es erstmal so. Nachtsichtgeräte haben noch nicht alle, das heißt, der kriegt jetzt hier keiner mit. Gut. So, jetzt ab in den Heli. Du bist schon im yeah, Heli. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Ab geht der Alles Vogel. Roger, Cap. Kannst weiter üben. Du? Nee, falscher Sektor.
Carmen. Der ist gerade tatsächlich zu den Türen gegangen. Nicht auf dem Boden. Nein, lass sie zu. Ah, verklickt. Geh da weg. Stell mich auf jeden Fall vor diese Tür. Der will schon wieder abhauen. Okay, jetzt. Und wieder ein Job erledigt. Ich lerne schnell. Einmal stoppen. Ich bin soweit. Ja, ich könnte weiter trainieren. Er ist noch da, er ist noch da. Und ich krieg Post. Sie haben Post. Ah, jetzt sind die anderen Sachen da. Okay, Heli. Ich bin da, Cap. Auch in Trupp 2 gehen. Er ist noch da. Ja? Verstanden. Lauf, Forrest Gumpy. Lauf, Forrest Gumpy. Ja? Oh, endlich kommt es zu einem Ende. Okay, aber ich habe auch nachrecherchiert und gelesen, dass er einem das Geld nicht sofort gibt. Das heißt, man muss ihn dann nochmal finden, um das Geld zu bekommen, weil er das nicht dabei hat. Aber gut, immerhin können wir jetzt mal liefern. Ich habe da noch eine heiße Sache laufen. Kann jetzt nicht reden. Ein andermal. Dann gebe ich dir direkt was. Molto bene. Dieses kleine Andenken bringt Geld in Ihre Kasse und in meine. Okay. Mehr sagt er nicht? Ich habe da noch eine. Ich interessiere mich nur für Köpfe. Habe ich ihm nicht gerade den Kopf gegeben? Ich interessiere mich nur für Köpfe. Wahrscheinlich kann er immer nur einen nehmen. Ich interessiere mich. Ich habe da noch eine heiße Sache laufen. Kann jetzt nicht reden. Ein andermal. Ich hoffe, ich kriege auch was von ihm. Also im Logbuch steht, alle Terroristen sind gefangen worden. Bitte was? Kam in den Kopf eines Terroristen gegeben. Alle Terroristen sind gefangen worden. Ein bisschen übertrieben. Naja, gut. Ja? Ich gehe jetzt mal zu Toni. Dann bleibt der Kopf eben da liegen. Erstmal. Ich wette, du bist hier, um Toni zu sehen, was? Er ist hinten. Zeig mir, woran du Interesse hast. Er hat eine Steyr Ork. Ein Granatwerfer. Bei der Konstruktion dieses neuen Granatwerfers für das G36 wurde konsequent auf die Wünsche und Forderungen der Kunden eingegangen.
bräuchte man nur noch ein G36. Oh, da ist ein Mitch-Visier drauf. Und ein Colt-Granatwerfer. Irgendwie eine abgebrochene Waffe. Oh, Laserpointer. Ich weiß nicht, Thürerwald kann da bestimmt mehr sagen. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Also die Steyr Ork ist auch sehr gut. Was Genauigkeit Reichweite angeht und geringe AP. Wenn es heiß wird. Ja. Ja, wenn man dann damit nicht schießt, dann ist es super. Ich überlege, ob ich mir die kaufe. Oder ob ich sie kaufen soll. Theoretisch sind die ja alle schon ziemlich gut ausgestattet. Ja, Pablo ist zu weit weg. Okay, ich kann ihm hier mal die... Lass mal sehen, was wir hier haben. Die Patronen. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Wollte ich eh verkaufen. Ist ja jetzt kein Gegenwert zum... zu dem, was ich kaufen wollte. Beide würde ich gerne kaufen. Jeden Fall. Ja, und an der Steyr und dem Granatwerfer wäre ich auch interessiert, aber ich habe, glaube ich, keine Heckler und Koch. Also kein G36. Ist ja speziell für dieses G36. Ja. Das war jetzt teurer, als wenn ich das von Flo kaufen lasse, aber... Sehr gut. Auch nicht so wild. Pablo, komm mal ein bisschen näher. Was hat... Moment, seine Waffe müsste doch auch hier rumliegen. Die hat er, die AIK. Ja, es ist kein super Gewehr. Aber so schlecht ist, ist sie auch nicht. Und er braucht halt auch nicht wirklich schießen. Ne? Von daher ist es eigentlich albern, da jetzt irgendwie was zu kaufen extra. Kann ich nicht stapeln, schade. So, die sind fertig. Okay, alles nicht so wild. Dann mache ich jetzt mal wieder die große Tour, würde ich sagen. Ich lasse Pablo jetzt rüberfliegen. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Und dann fahre ich mit Flo
und Gumpy wieder los, um den vollen Lastwagen auszuleeren und Sachen zu verkaufen. Und dann kann Flo die wieder verkaufen. Und dann fahre ich weiter nach Drassen und hole mir dort die ganzen Sachen, die ich dort hab. Ja. Okay. Okay. Nee, Pablo im Heli ist ja falsch. Ich bin da, Cap. So rum. Gut. Ja, du bist da. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Theoretisch, ich hoffe, die holen den da nicht vom Himmel, wenn er darüber fliegt. Da bin ich mir nicht sicher. Das habe ich noch nie erlebt, dass sowas geht. Gut, ich habe dem Typen jetzt erstmal den Kopf gegeben, zumindest einen Kopf gegeben. Der hat nichts dazu gesagt. Außer beim zweiten Kopf hat er gesagt, ich interessiere mich nur für Köpfe. Ich hoffe, ich krieg Geld von ihm. Ich würde mal sagen, morgen um 8 nochmal gucken oder so. Oder 24 Stunden Zeit geben. Na, Tag 35 spätestens. Und dann mal gucken, wo er ist. Okay. Erledigt. Das war öde. Was nun? Ich glaube, da sind noch mehr Gegenstände zu reparieren. Schauen wir doch mal. So, unsere Reparaturcrew. Oh, tatsächlich ist da nicht mehr viel. Also, wir haben die Helme fertig repariert. Ja. Diese Nebelgranate hier können noch repariert werden. Glas hat er nicht repariert. Habe ich aber auch vermutet, dass die nicht repariert wird. Die Glas. Die Schnüre sind auch nicht repariert. Kann sie aber auch mitnehmen. Das wiegt nichts. Haben wir hier noch eine Twaron-Weste? Ich hoffe, ich finde alles, dass ich es alles wieder rauslegen kann. Den ganzen Unsinn, den ich aufgehoben habe. Auch stapeln. Den Stahlhelm. Ja, Unsinn war es nicht. Okay, dann haben sie jetzt nur noch die eine Tränengasgranate zu reparieren. Theoretisch kann ich sie dann auch da umher schicken und reparieren lassen. Dann sind sie nur noch zu dritt. Die Reparaturcrew. Ach. Ja, warum bin ich so vergesslich? Aber eigentlich ist er noch gar nicht weit. Heli ist noch nicht weit. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Er hat noch den Werkzeugkasten. Da muss man mal zurückfliegen. Ich bin da, Cap. Nee, der gleiche Sektor, bitte. So. Der neue Werkzeugkasten. Ah. So, Heli. Yeah, jetzt. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Ja, nochmal los. Bin fertig. Brauche was zu tun. Hat dann doch länger gedauert, als man denkt. Ja, weil es immer bis zur vollen Stunde dauert. Okay, dann Dienst. Trupp 1, Dienst, Trupp 1.
Sollen wir mal durchgucken, wer jetzt da Tränengasgranate hatte? Chris. Chris bleibt da. Okay. Die gehen nach da. Larry geht's gut? Larry geht's gut. Ich habe jeden einzelnen Käfer auf dem Weg hier gefressen. Und es gab viele davon. Perfekt, Mad Dog. Käfer, Leibspeise, also wirklich. Deine Leibspeise. Okay, dann hätten wir hier, können wir Headset tauschen. Dann hat er ein heiles. Genauso die Gasmaske. Ja, Spektra-Hose gegen die Hose. Solche Tauscher. Das ist natürlich schade, dass ich jetzt eine Guardian da mit Compound 18 versehen habe. Wenn es so viel bessere Westen gibt hier. War mir jetzt nicht mehr so bewusst, was da noch kommt. Machen wir mal so. Das erste. Das ist ein Heckler und Koch. Aber kein G36. Ja, Brille können wir auch tauschen. Kaputt gegen Heile, haben sie die zu reparieren. Was gibt's noch? Ach, den Helm, den Spektra-Helm. Wenn wir da mal gucken können, was die anderen so für Helme haben. Ah, die sind alles schon Spektra-Helme. Alles schon ausgestattet. Ja. Granate. Kaputt gegen Heile tauschen. Es reicht ja, wenn es im Sektor ist. Ich kann es auch Fox geben. Wird es auch Heile gemacht. Beziehungsweise es reicht, wenn es bei jemandem aus dem Sektor in der Hand ist. Genau. Die Protektoren nehmen wir auch einfach mal. Was mit dem Handgriff gerade, mit dem Griff gerade passiert ist, der ist irgendwie. Bitte was? Sachen verschwunden gerade. Unschön. Das ist ja nice. Schalldämpfer fürs Gewehr. Da hätte ich auch den Handgriff dran bauen können. An sein Gewehr. Ja, nun ist er weg. Sein Ding. Okay. So, dann der Helm. Hose. Und die Dosen. So, sollen sie weiter reparieren. Reparier-Team.
So, der Heli kommt jetzt darüber. Es passiert nichts, er fliegt einfach drüber hinweg. Okay. Ich bin da, Cap. Jetzt sind sie in der Mine. Zwei Elite-Söldner sind dabei. Stark, nur einen verloren. Nein, nur einen Grünen verloren. Der überlebt sogar noch. Sehr schön. Das war gut. So, steht Heli. Campi. Ansonsten kann Skyrider. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Wieder nach Hause. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Der kann wieder nach Hause fliegen und so, sonst werde ich jetzt Lou wieder rausnehmen. Die kommt wieder in Trupp 2. Alex darf wieder beim Training der Miliz helfen. Ja, Trupp 2 ist sogar Quatsch. Die kommen wieder in ihr Fahrzeug. Genau, der Laster ist rappelvoll. Mit tollen und weniger tollen Sachen. Ja, auf geht's dahin. Mit einem Zwischenstopp dort. Genau, oder fahre ich nach unten? Ich fahre nach unten. Ich will, gleich mal gucken, ob er Benzin hat, der Mad Dog. Dann kann ich direkt auch verkaufen beim Schrottplatz. Gut. Heute so ein richtiger Organisations-Run. Mama wäre stolz auf mich. Es lohnt sich, aufzupassen. Fix und fertig. Ja, noch lang nicht wirklich fertig. Helikopter ist angekommen. Skyrider wurde bezahlt. Ah, und dann werden wir mal gucken nach einem MG-Schützen. Weiß noch nicht, ob man das sieht. Ich glaube, das sieht man nicht. Also ich habe ja hier kein... Sehe ich das hier? Die Raider ist verstorben und Sully auch. Verweigert Urintests. Macht ihn das zu einem MG-Schützen? Die ist beidhändig. So wie Fox. Sprengstoffexperte. Ja, ich weiß nicht, woran man das sehen könnte. Also man sieht es wahrscheinlich daran, ob jemand ein MG hat. Aber...
Ahnung, was das ist. Aber er ist halt auch im Einsatz, also ist eigentlich auch egal. Die heißt schon Scope, also. Und sie hat noch auch ein Scharfschützengewehr, also wird sie auch dementsprechend was machen. Links hat auch so ein Gewehr, also M4A1. Ist halt auch ein Colt, aber Laura, die ist auch neu. Die nicht, aber Vicky ist auch Ganzlinger. Sieht man an ihren zwei Pistolen. Sydney, was hat er denn hier? L2A3. Keine Ahnung, sieht ein bisschen aus wie eine Schrot. Sieht man so nicht. Das ist definitiv eine Schrot. Ach so. Wenn Sie an der Munition sehen, ist keine Schrot. Das ist eine Schrot. Ja, ich sehe es nicht wirklich. Sie ist nicht wirklich. Automatische Waffen steht hier bei ihm. Ich guck mal eben im Internet. Jetzt hier nicht auf die Schnelle noch irgendwas sehe. Jene. Wer da eine Spezialfähigkeit hat. Also, J2G, Maschinengewehr, Machine Gun. Das ist was ist das? Was ist denn das auf Englisch? Es wäre schon interessant, wenn man da jemanden hat. Der das richtig kennen kann. Aber ich. Ich glaube, ich belese mich dann hinterher nochmal. Wird jetzt hier zu lange dauern. Ich könnte nur spontan irgendjemanden kaufen. Habe ich irgendeine Fähigkeit, die mir... Fehlt mir irgendeine Fähigkeit? Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich einen Haufen gute Leute schon. ERM hat generell gute Söldner. Ich könnte noch ein paar clevere Kerlchen mitkaufen. Zum Beispiel MD. Der ist halt super klug. Und auch Mediziner. Ich habe jetzt nur Fox und Ira als Mediziner. Und Fox und Ira sind halt auch gute Ausbilder. Ach nee, stimmt. Ich habe jetzt auch noch Larry als Mediziner zusätzlich. Aber Fox und Ira zumindest sind auch gute Ausbilder. Die will ich eigentlich, wenn dann, gerne in der Ausbildung haben und nicht als Mediziner. Könnte MD noch mit dazu nehmen. Wäre eine Möglichkeit. Der ist halt super klug. Lernt dann schnell. Der ist in den anderen Werten noch nicht gut, aber wird gut, denke ich. Sonst. Banz ist auch sehr klug. Aber ich
Bin mir nicht sicher, ob die irgendein Problem mit Fox hatte. Und eine gute Schützin. Könnte sein, dass sie ein Problem mit Fox hat. MD war da, glaube ich, unproblematisch. Sie sagt, es gibt ja Söldner, die können sich nicht leiden. Und wenn die miteinander kämpfen müssen, dann... ja, ist das keine so gute Idee. Du hast beide im Team bei Jagged Alliance 3. Und es wirkt spannungsgeladen. Ja. Genau, die haben eine Vorgeschichte. Die mögen sich irgendwie nicht. Also glaube ich zumindest. Steroid hast du auch? Ja, ist halt, der ist auch so ein guter Allrounder eigentlich. Gute Treffsicherheit und Reparateur. Und glaube auch Sprengstoff ist ja nicht so gut. Techniker halt. Synchro ist gut. Synchro oder das Original? Originalsprech. Scheint eine Freundin des Messerwurfs zu sein. Sie bringt es zur Perfektion im Messerwerfen. Aber das ist ja Dimitri auch. Genau, in Englisch. Also ich habe jetzt niemanden direkt, den ich irgendwie haben muss oder sowas. Er wäre auch eine Möglichkeit. Er ist halt in Treffsicherheit auch schlecht. Aber er ist auch ein guter Arzt. Und er hat diese Werte, die hat er schon sehr gut. Deswegen wird das auch sehr schnell weiter wachsen wahrscheinlich bei ihm. Wird er schon recht gut einsetzbar sein, im Gegensatz, oder besser einsetzbar sein als Michael. Weil die Werte bei ihm auch nicht gut sind. Der kostet halt nur 5.000 in 2 Wochen und der kostet 13.000. Was hat er denn an Kraft? Der Michael. Bisschen mehr sogar, ein mehr. Tja. Noch ein Arzt. Auch klug. Perfekte Werte quasi. Der ist günstiger am Tag. Der kostet 1.300 am Tag. Aber der ist ein ganz länger. Was hat er denn für ein Manko? Seine Schießkünste mögen vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Naja, das stimmt. Nicht ganz auf der Höhe, ja. Aber seine auch nicht. Die Ärzte sind alle irgendwie nicht so gut im Schießen. Ja. Gute Frage. Ausgebildet in Nachteinsätzen.
ehemalige Scharfschützin eines Sondereinsatzkommandos der Polizei von Los Angeles. Ja, also ich weiß halt bei denen nicht, ob die irgendwie Probleme mit irgendwelchen anderen Leuten haben. Deswegen ist es schwierig, die einfach anzuheuern. Bei MD weiß ich, dass der unkompliziert ist. Den könnte man einfach nehmen. Ansonsten müsste ich auch nochmal gucken. Bevor ich hier einfach jemanden nehme. Der Quinn scheint mir aber fast die bessere Wahl. Hallo Scribbler. Was ist Scribbler? Willkommen. Ja, Jagged Alliance 2. Gute alte Jagged Alliance 2. Ich bereite mich auf Teil 3 vor. Ja, okay. Naja, gut. Bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt auch ungern MD kaufen, wenn ich dann feststelle, ich nehme doch lieber Dr. Quinn. Der zwar teurer ist, aber dann schon von Grund auf besser, was diese drei generellen Fähigkeiten angeht. Gesundheit, Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Ja, okay. Nee. Ich muss schauen. Also das muss ich mir auf die Liste schreiben. Söldner gucken. Und? Was war noch? Wollte ich noch gucken? Welche Söldner sich wie miteinander... Ach so, und welche MG-Fähigkeiten haben. Genau, habe ich mir am besten auf den Zettel. Genau, dass ich davon jeweils eine hole. Noch Mediziner dazu. Und MG-Schützen. Was vielleicht auch noch gut wäre, wäre schwere Waffen. Also im Sinne von Mörser oder Raketenwerfer, sowas. Ich weiß, dass da Grizzly. Der ist da, glaube ich, bisher mein Mann. Was ist er denn? Da? Grenadier heißt es. Gleich richtig hinschreiben. Genau, Grenadier. Aber ist halt nur einer. Könnten auch gerne zwei sein, denke ich. Ja, und wer verträgt sich mit wem? Was schreibt man da? Harmonie. Genau. Ich erinnere mich noch gut an Jagged Alliance 2. Irgendwann habe ich stundenlang Kühe geboxt, damit ich Stärke, Gesundheit maximiere. Okay, ja, kann man machen. Kühe schubsen, Kühe boxen. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das ist halt auch nicht so spannend. Aber ich glaube, das ist recht effektiv. Okay, also meine Verkaufscrew ist gleich in Estony. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, kannst du. Also wenn wir hier wieder fleißig sein und Dinge verkaufen und auch nach Treibstoff gucken. Bedingt. Ja. Jawohl!
So, ich muss nur rumlaufen und gewinn an Gesundheit. Ja. Wenn ich Scribbler sage, ist das okay? Oder Scribbler? Hi Jake. Ah, zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Huh? Genau. Sieh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Schauen wir mal, ob mir was gefällt. Ja, die T-Shirts gefallen mir eigentlich ziemlich gut. Kein Treibstoff. Kann man das nicht hier irgendwie... Das ist eine Sammlung. Was? Durch die Tankstelle irgendwie auffüllen schon alleine? War da nicht irgendwas? Ja, spannende Sammlung. Wodka. Nur eine Flasche. Gut. Nehmen wir nur das. Alles Bier, ja. Ja, alles Bier. Okay. Ich habe auch Bier. Nee, in Wein. Ordnung. Lass mich mal schauen. Wein für ja, dich? Das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Wundervoll. Tut mir leid, ich handle nur mit Schrott, wenn du weißt, was ich meine. Sie war nicht in Ordnung. Ich könnte fast sagen, sie war... Schrott. böse Person war sie. Die Mom. Danke dir fürs Folgen. Ich kann dich nennen, wie du willst. Wir machen ja irgendwelche Tauschgeschäfte, hm? Ja, ein neuer Follower nenne ich dich. Danke dir. Wir machen Tauschgeschäfte. Ja, dachte ich schon. Ja? Wieso? Etwa nicht? Wasserflaschen nehme ich auch. Wasserflaschen kann man auch mal gebrauchen. Werkzeug habe ich zwar ordentlich gekauft bei Bobby Race, aber... Und natürlich die Platten, immer her damit. Und ich nehme noch einen Walkman. Und verkaufe das dafür den Fernseher. Kaum zu glauben, dass du dir die Mühe gemacht hast, das mit dir herumzuschleppen. Kann dir nicht mehr bieten. Ich hätte ihn auch reparieren können, aber es ist leider zu spät. Kupferdraht habe ich, glaube ich, überhaupt nicht auf der Liste. Doch, habe ich auf der Liste. Boah, Kupferdraht. Ich hatte einige Sommer mit dem Spiel verbracht. Irgendwann war Kühlboxen das Einzige, was noch neu challenging war. Ja, weil die Kühe immer so zurückschlagen, ne? Das ist gefährlich. Ist nicht genug für einen fairen Tausch, wenn du weißt, was ich meine. Genau. Jake hat so die... Also, die haben alle ihre Sprüche. Aber ich habe ein paar coole entdeckt, muss ich sagen. Ich habe ein paar coole neue Sprüche entdeckt, die mir noch nicht so bekannt waren. Ah, Follower 200 kann ich dir auch nennen. Ist nicht genug für einen fairen Tausch, wenn du weißt, was ich meine. Ja, macht nichts. Ich lege noch ein bisschen Geld drauf. Ein bisschen Bargeld, ist nicht so schlimm. Ich hätte auch noch eine Uhr zu bieten. Wenn du weißt, was ich meine. Bargeld. Ohne Drahtschere. Ist nicht genug für einen fairen Tausch, wenn du weißt, was ich meine. Komm, wir schließen erstmal unseren Tausch ab, damit du nicht so nervös bist hier. Und alles andere möchte ich, denke ich, nicht haben. Außer vielleicht die Leuchtstäbe. Ich weiß nicht. Ist nicht genug für einen fairen Tausch. Macht nix. Ja. Okay. So, ansonsten haben wir ja noch Kram. Das steckt ihr euch erstmal hier in eure Rüstung dran. Ja, das kann ich umsetzen. Gebt ihr einen guten Preis. Übergangsweise. Bis ich dann wieder vergessen habe, dass ich die ja eigentlich jemandem anderen geben möchte. Aber so ist das eben immer.
So. Daraus können wir gleich ein gutes Getränk machen. Lass dir Zeit. Geht jetzt so noch nicht. Okay. Macht nix. In Ordnung. Du weißt, wo du hin musst, wenn du was brauchst. Na klar. So, okay, jetzt. Stark! Jo, hast du super gemacht. Stark! Okay. Ah, ja. Ja, ich spiele schon öfter mal. Aber es zieht sich sehr lang. Also du kannst ja gerne mal in meine Historie gucken. Also wie viele, nicht wie viele, sondern wann ich die letzten Jagged Alliance 2 Videos gemacht habe. Ja, also es dauert eine Weile. Aber ich spiele im Moment nur Jagged Alliance 2. Von daher, wenn ich streame, dann gerade das. Und das passiert so, ja, vielleicht zweimal die Woche, würde ich sagen. Realistisch. Ach, da ist noch so viel zu reparieren. Das wäre so schade, das zu verkaufen. Aber ich werde das Bier verkaufen. Bier. Ich werde die Steine verkaufen. Jetzt wird's absurd. Halt, nein, ich wollte die verkaufen. Das Wurfmesser ist heile, das kauft er auch. Das Rambo-Messer ist nicht. Das Porno-Magazin kann ich ihm auch geben. Und auch die Zigarren. Und die Gummibänder. Ich schau nochmal. Kaugummi brauche ich, aber kein Gummiband. Ja, die kriegst du auch. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, okay. Halt, falscher Sektor. Nee, ich möchte doch in dem Sektor bleiben. So, Laster. Okay, so, jetzt aber. Zigarren. Gummibänder. Wurfmesser und Messer und Magazin. Ach, das ist nicht ganz heile. Gut. Die Hose, kauft er die Hose? Ich glaube ja, die ist heile. Gut, versuchen wir das so. Ich weiß nicht, ob der Patronen kauft. Würde ich auch mal probieren. Headset kauft er wahrscheinlich. Ja. Genau, also ich versuche mal, ich glaube fast, der kauft irgendwie Revolver-Magazine, aber andere nicht. Irgendwie so habe ich was im Kopf. Schauen wir mal. Vielleicht Schrot. Okay. Ich habe vergessen, ihn das ins Inventar zu packen. Weiter. Okay, gut, jetzt. Wo ist er denn? Verstanden! Ja. Ist er sich ein bisschen die Beine vertreten gegangen? Seh dich um. In Ordnung. Lass mich mal schauen. Bier. Ja, das kann ich umsetzen. Natürlich kauft er keinen Stein. Preis. Aber ich wollte zumindest mal gucken. So, aber ich habe keinen Platz mehr im Inventar.
Ah, doch, der Walkman passt dahin. Das ist sehr schön. Dann kann ich da noch was reinlegen und auch sein Walkman können. Schätze, du willst den Kram verkaufen. Habe ich recht? Dahin, oder? Passt nicht. Okay. Ja, den Kram würde ich gerne verkaufen. Der Deal ist kommen. $33 dafür. In Ordnung. Aber man muss ja erstmal wissen, was kaufen die so. Und ich weiß es nicht so wirklich. Natürlich kauft er keine Steine. 5 Stahlrohre tatsächlich. Cool. Die kann ich halt auch mitnehmen. Dann habe ich hier den Kram. Die passen auch hier hin. Sehr schön. Was ist noch? Wollte ich probieren zu verkaufen. Das Messer kann ich sicherlich verkaufen. Das schaue ich auch mal. Das bleibt im Moment alles noch bei mir. Wobei die Polizeiweste könnte ich auch versuchen zu verkaufen, falls er die kauft. Okay, Jake. Seh dich in Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Kauft er. Kauft er. Tut mir leid, ich handle nur mit Schrott, wenn du weißt, was ich meine. Gummiband ist kein Schrott? Hey. Ich glaube, das Gummiband kann ich niemandem verkaufen. Ja, er kauft die Magazine. Er kauft die Magazine, er kauft auch die Polizeiweste. Aber Moment, die Polizeiweste, das ist doch die Granatweste, die will ich doch gar nicht verkaufen. Die ist doch sogar ganz gut. Und wenn ich noch einen zweiten Grenadier habe, dann brauche ich die. Okay. Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? Ich glaube, dann ist erstmal okay. In Ordnung. Gut, schade, dass ich das Gummiband nicht verkaufen konnte. Polizeiweste. Kommt ein Laster. Und die Kevlarhose. Die hätte ich ihm noch verkaufen können, ne? Wollte ich ihm doch auch verkaufen, glaube ich. Könnte ihm noch mehr Kevlarhosen verkaufen. Und zwar auch ihre, wenn er sie kauft. Weil ich habe genügend bessere. So, ansonsten nehme ich mal das Zeug mit. Das Baumaterial. Zumindest schon mal näher. Ja, die brauche ich alle nicht unbedingt. Halt. Nehme ich so mit. So, ich würde gerne den Laster tanken. Da ist auch eine Tankstelle. Ich kann das auch noch mitnehmen. Dafür haben sie noch Platz im Inventar. Nur mit der Sektor aufgeräumt ist. Trieb. Ja, hier kann man gut reparieren. Aber das hilft mir nicht. Und dann müsste ich den Laster auftanken. Okay, dann fahre ich jetzt die Sachen hier rüber. Verstanden.
Dann gucke ich nochmal bei Bobby Rays. Ist heute ein reiner Inventarmanagement-Tag, habe ich so das Gefühl bisher. Zumindest ist es auf jeden Fall so. Ob da noch was kommt, aber es ist auch schon 22 Uhr. Hat Bobby Rays Kanister? Und wenn, dann muss es da sein. Ja, ist mein Wagen bald leer, glaube ich. Ich habe keine mehr. Wenn ich mich nicht irre, dann habe ich bald keinen Sprit mehr. Ist dann halt so. Okay, erledigt. Was jetzt? Du hast noch mehr zu reparieren. Keine Sorge, Pablo. Da finden wir immer noch was. Ja, da sind noch mehr Pistolen. Kaputte. Und das ist doch gar nicht seine, oder? Ach doch. Genau, dann haben wir noch eine Mac-10 und die Scout. Dann machst du erstmal da weiter. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Es gibt was. Wir räumen wieder den Laster um. Genau, das war da rausgeräumt. So eine rausgeräumt. Aber auch das bleibt ja hier zum Reparieren. Oh, eigentlich muss ich total viel hier bleiben zum Reparieren. Ich würde sagen, ich lasse die beiden hier noch ein bisschen üben und so. Genau, auch weil so viel repariert werden muss. Das räume ich raus. Das ganze Baumaterial. Kann ich mal verteilen. Genau, du kriegst eine neue Hose. Denkst du? Doch, ist repariert schon. Ach nee, sie hat zwei reparierte Kevlarhosen dabei. Alle repariert. Hatte ich nicht noch mehr Hosen? In dem Sektor? Trevor hat noch eine Kevlarhose. Die ist noch nicht repariert. Na gut, Flo, dann behalte halt die erstmal noch an. Die alle bei 100? Tatsächlich alle bei 100. Dann gib doch mal die von Trevor her. So. So, dann hatten wir auch die Platten. Wo sind denn jetzt die Platten hin?
die. Achso, ich habe sie direkt in die Klamotten eingebaut von den beiden. Das Zeug brauchen die ja noch gar nicht. Wo ist Gumpy? Da ist Gumpy. Der hatte auch die Zielfernrohre. Gönner. Keine Ahnung. Hätte ich auf dem Schrottplatz lassen können. Die hätte ich wirklich auf dem Schrottplatz lassen können. So. Gibt es mal Grizzly, in der Hoffnung, dass er endlich mal besser trifft. Okay. Ansonsten hatte ich ja Brillen auch repariert und Headsets und so. Ah, ich glaube, da ist noch mehr im Laster. Das ist auch heile, das Headset. Also nicht. Ein paar kaputte Waffen rausnehmen. Da kann man natürlich auch Kram anbringen. Geil. Egal. So, hier hast du. Können wir das aufteilen? Wird der Kasten bestimmt leer. So, hat auch noch einen extra Kasten. Der wird wahrscheinlich nicht leer. Den sie jetzt gefunden hat. Genau, bleibt hier liegen. So, und das muss ja irgendjemand. Ah, kann ich noch brauchen. Ja, es sieht auch extrem cool aus mit der Brille. Scherz. War hier nicht dieses coole Gewehr? Ich hoffe, ich habe das irgendwo im Inventar bei irgendjemandem. Dieses coole Maschinengewehr. Da ist es, okay, gut. Ich dachte schon, es ist weg. Genau. Das wollte ich erstmal behalten. Er hat schon zwei, aber dafür hat er keine Trinkflasche. Wäre eigentlich wichtiger, dass er auch eine bekommt. Kann aber auch das Wasser, das restliche aufteilen. Ach, er hat noch viel mehr. Gumpy noch mehr. Ja wieder AP zurückkriegen, falls sie doch mal getroffen werden und irgendwo raus müssen. Dann hilft nur Wasser. Hat er halt ein halb leeres Wasser noch. Okay. Der lauter reparierte Senfgasgranaten. Auch nicht schlecht. So, Gumpy kann noch ein bisschen was in die Hand nehmen, was dann repariert wird.
alle irgendwie kaputt. Teile, ne? Ja. Auch kaputt. Sehr schön. Gut. Bleiben die da? Sind jetzt aber an der falschen Stelle im Sektor. Die sitzen sogar noch im Laster. Ja? Ja? Oui? Hier, hier. Nicht, dass da doch ein Angriff passiert. Das ist widerlich. Genau, Flo. Das ist widerlich. Für den Anfang nicht schlecht. Gumpy gewinnt an Gesundheit, Kraft und Erfahrung. Durchs Laufen. Das ist auch für den Anfang nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Kraft. Gut. Okay, weiter wild reparieren. Und wieder ein Job erledigt. Bin bereit, weiterzumachen. Fix und fertig. Stoppen einmal. Wir möchten aber weiter trainieren. Denn wir haben Post. Solderhöhung bei Gumpy. Ja, ist klar. Der ist ja besser geworden. Hätte noch vorher einmal. Gut, gut. Ich muss Ihnen und womit kann ich Ihnen denn heute dienen? Hätte ich noch vorher einmal Geld. Oh. Alles gut. Hab ich schon autorisiert. Genau, jetzt kann ich auch alle ins Bett schicken. Schlafen wollen. Wenn ich nur mal treffen würde. Der Laster möchte nicht schlafen, komisch. Komm. Was buggt? Kann keine Zeit vergehen lassen. Auch in keinen Sektor gehen. Das ist jetzt ungünstig. Weil ich habe auch länger nicht gespeichert. Kann nichts mehr machen. Und ich kann auch nicht speichern. So, wie kriege ich das jetzt gespeichert? Okay. Es geht wieder. Einmal raus, einmal rein. Okay. Gut, es geht wieder. Ja. Sollen Sie schlafen? Gerade von allein gespeichert. Speichere mal im großen Slot. Viel Geld habe ich jetzt langsam. Ich habe gesagt, ich wollte sie nicht mehr bezahlen. Aber jetzt beginnen wieder mehr zu arbeiten. Jetzt kann vielleicht Gumpy noch ein bisschen schlafen.
jetzt geht's wieder rund. Okay, erledigt. Was jetzt? Pablo ist fertig. Bis erster. Kann er wieder tauschen. Die Pistolen. So, was ist noch nicht fertig repariert? Nee, es sieht alles sehr gut aus. Es ist alles fertig repariert. Das heißt, er kann seine ursprünglichen Waffen wieder zurücknehmen. Und er ist fürs Erste fertig. Hat sogar noch... noch was übrig. Dann kann er erstmal wieder üben. Der denn? Er hat doch schon alles. Ein bisschen Technik. Kannst du schneller reparieren. Ja. Stopp. Neue Post. Es ist mir eine große Freude, die Expansion von MERC bekannt zu geben. Wir haben vor kurzem einige Top-Leute der Branche für uns verpflichten können. Besuchen Sie unsere Webseite und profitieren Sie von unseren erstaunlichen Angeboten. Von den erstaunlichsten Angeboten, die es heutzutage in unserem Geschäft gibt. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er diesmal tatsächlich neue Söldner hat. Denn beim letzten Mal war es tatsächlich immer wieder nicht ein so. Vergnügen, Sie zu sehen. Ich habe gerade einen Blick in unsere Bücher geworfen und es scheint, dass wir angesichts der momentanen Finanzlage neue Söldner rekrutieren können. Das stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht zuletzt aufgrund der aktiven Unterstützung von MERC in der Lage sind, uns die Dienste neuer Söldner zu sichern. Sie dürfen sich gerne Ihre Akten ansehen. Tyrael, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Ich danke Ihnen vielmals. Ich werde auch nicht mehr lange machen. Also das Video on Demand wird wahrscheinlich dann nicht mehr so lang sein. Vielleicht noch eine Viertelstunde. Genau. Guck jetzt noch. Ah, Numb ist dazu gekommen. Also, wegen seines Aussehens hat Tim Sutton schon einige Chancen verscherzt. Sein schlechter Haarschnitt und seine Tätowierung in seinem Nacken haben ihn in seiner Karriere gehindert. Trotz seiner sonst beeindruckenden Fähigkeiten, einschließlich der Kampfsporttechniken und Nachtmanövertraining, auch seine Schießkunst und medizinischen Kenntnisse sind hervorragend. Naja, 34. Also er ist tatsächlich kein schlechter Söldner, ne? Also Numb könnte man nehmen. Ich glaube, der hat auch keine Probleme mit anderen. Ich glaube, den können wir einfach anheuern. Geradewegs. Gerade raus. Ah, ich check das nochmal. Wenn ich jetzt eh gleich erstmal Schluss machen muss und wahrscheinlich die Woche, innerhalb der Woche nicht dazu komme, weiterzuspielen, dann kann ich zumindest mal recherchieren, welche Söldner ich mir hole. Okay, aber Numb ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Der wäre eine Möglichkeit. So. Ist die Frage, was mache ich jetzt? Ich tendiere dazu, jetzt zu warten, bis da alles repariert ist. Jetzt alles nicht so spannend, was heute passiert. Ganz viel Inventarmanagement. Ich stolz sein. Wir haben endlich Carmen gefunden.
Carmen war komisch drauf. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Es lohnt sich, aufzupassen. Ich bin soweit. Wir haben ganz viele Söldner, ganz viele Milizen trainiert. Bin bereit, weiterzumachen. Mama wäre stolz auf mich. Ich lerne schnell. Oh, ich habe noch eine bessere Idee. Ich kann ja Flo mittrainieren lassen. Sie ist doch besser als Grizzly. Grizzly kann reparieren. Kann beim Reparieren helfen. Da ist doch auch noch ein Koffer übrig. Genau. So. Ghost. Der ist Ghost. Ich bin mir gerade bei Ghost nicht sicher, wer das ist. Ah, du meinst nicht Shadow. Ja, Shadow ist ja der Lieblingssöldner von vielen. Oder meinst du Shadow? Also Shadow mag ich auch ganz gerne. Aber der ist halt... Shadow, ja. Ja. Der ist halt ein klassischer Schütze. Und er ist immer getarnt. Ja. Also er ist auch recht teuer. Also ist jetzt kein Spezialist in irgendeinem Bereich, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Er ist einfach nur ein guter Kämpfer. Und ja, solche Charaktere habe ich mir bisher nicht geleistet. Ich habe mir immer welche geleistet, die auch irgendwelche Spezialfähigkeiten haben. Genau. Und deswegen ist Shadow leider hinten runtergefallen, obwohl ich den auch gerne mag, muss ich sagen. Genau, aber Ivan zum Beispiel ist ja auch so ein Kandidat, ne? Der ist ja auch... Ach nee, der hat schon Sprengstoffexpertise noch zusätzlich. Shadow wäre gerade tatsächlich auch verfügbar, aber... Wie gesagt, ich muss gucken. Geld häuft sich an, aber ich muss gucken, erstmal, wer sich mit wem verträgt. Aber Shadow ist, glaube ich, unkompliziert. Ich glaube, mit Shadow kommt auch jeder klar. Aber mit Ivan, glaube ich, wiederum nicht. Genau, da gibt es, glaube ich, einen anderen Russen, der ihn nicht mag oder so. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder irgendjemand, Ivan mag irgendjemand nicht. Irgendwie so. Okay. So, ich könnte jetzt auf jeden Fall mal Pablo... Oh, ich warte noch ein bisschen, bis er fertig ist mit dem Üben. Ich tue, was ich kann. Ich mache Fortschritte. Fix und fertig. Ich könnte immer noch weitermachen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Macht nichts, weiter geht's. Genau. Es lohnt sich, aufzupassen. Die werden staunen. Mama wäre stolz auf mich. Okay, Pablo wird mit dem Üben bin bereit, weiterzumachen. Fertig. Dann mache ich jetzt erstmal Stopp. Ja, ihr trainiert gleich weiter. Bevor es dunkel wird. Und geh nochmal zu Carmen. Bist du? Da unten. Sollte Carmen noch hier sein. Das ist ja immer eine gewisse Gefahr. Nein, Carmen ist nicht mehr da. Na, wieder da? Ich selbst trinke nicht. Erst recht nicht während der Arbeit. Höchstens mal am Wochenende und dann auch nur, wenn ich netten Besuch habe. Und vielleicht mal einen kleinen Schluck am Feiertag. Solltest du mich brauchen, ich bin immer in der Nähe. Der ist aktuell gar nicht da, aber das, glaube ich, war auch so, wenn er seine... Köpfe bekommen hat, dann war er auch erstmal immer weg oder so.
für einen Moment oder für ein paar Tage oder so. Und kam dann wieder mit dem Geld. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Das ist eigentlich richtig, denke ich. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Er ist hinten. Ja, die klassischen Sprüche. Ja? Zeig mir, woran du Interesse hast. Was ist das denn? Ein Biest. Von 2005, der südafrikanischen Firma Milcor entwickelt. Hyperlethal Munition zu verschießen. Okay, sehr tödlich. Hans kann man zum Söldner machen? Echt? Aber das wäre mir neu. Das wäre mir tatsächlich neu. Ein Mörser. Mörser habe ich auch noch keinen. Und die Waffe ist irgendwie interessant. Genauigkeit 0 vor allem. Was verschießt denn die? Schießt die Granaten nur, oder? Also, so ein Granatwerfer? Halt Kanada. Ja, dann schreibe ich mir noch was auf meine auf meinen Zettel. Hans rekrutieren. Also Hans wäre schon ein guter, denke ich. Der ist eh nicht besonders sinnvoll. Der ist halt hier der Türsteher. Und wenn Hans dann nicht mehr steht, wäre auch nicht so schlimm, denke ich. Peter C-Mark Adapter. Was ist das? 100 Patronen kann der dann fassen. Dem Adapter. Den kann ich tatsächlich auch verwenden. Im Gegensatz zu diesem Adapter, dem 9mm Adapter. Ja, das ist die Frage. Ach, ich nehme das mal. Drum Adapter, das brauchen wir nicht. 7-fach Tiefenrohr, ich nehme auch mal so eins. Die Sachen, die Toni hat, werden auch immer besser. Er hat Mörsermunition, Rauchgranaten zwar nur, aber ach nee, hier auch noch Mörsergranaten. Genau, und ich habe noch keinen Mörser gefunden. Und das Ding interessiert mich. Ich will das irgendwie mir mal anschauen, was das lädt. Ich sehe es nicht, was es lädt. Oder sieht man das irgendwo? Also von der Symbolik würde ich sagen, das schießt Granaten. Und dann wäre es ja besser, den zu haben, als den anderen Granatwerfer, den Grizzly, glaube ich, gerade hat. Wenn er hier nämlich mehrere Granaten laden kann. Ja klar, hier Granaten. Nehme ich. Und den Mörser nehme ich auch mal. Das ist auch ein Granatwerfer, ja. Aber nur eine Granate. Okay, probieren wir aus. Repariere ich auch gleich. Sehr schön.
Schon gut. Lass dir Zeit. Ja, machen wir. Verzeihung. Ja, ja, das sollte alles liegen bleiben. Und ich nehme es jetzt ins Inventar zum Reparieren. Dann die verwenden, diesen Koffer. Tauschen wir. Es ist ja heiler. Den Granatwerfer. Ach, den Mörser, den kann man nicht. Okay. Kann man nur in der Hand halten. Oder hier. Okay, gut. Gut zu wissen. Zu wissen. Okay. Dann reparieren wir fleißig weiter. Kannst du auch wieder reparieren? Okay. Genau, ist weg. Gumpys Klamotten werden repariert, das ist sehr schön. So, jetzt ist wieder Nacht. Kann ich wieder ganz viele ins Bettchen schicken. Alle sogar dieses Mal. Es gab keinen Gegenangriff am ganzen Tag. Keinen weiteren. Ich bin soweit. Ja, ihr seid noch nicht fertig. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ich lerne schnell. Okay, jetzt sind die ganzen Kleidungsstücke repariert. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Sehr schön. So, ja, ihr trainiert weiter. Und ich habe wieder eine neue E-Mail und nochmal neues Personal. Sehr schön. Wer ist es? Halt. Wer ist es? Es ist immer wieder ein Vergnügen, Sie zu sehen. Nun, ich habe unsere Unterhaltung außerordentlich genossen. Sehen Sie sich nur in aller Ruhe unsere Angebote an und wählen Sie einen unserer talentierten Söldner aus. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass... Okay. Kann ich Ihnen gleich nochmal Geld geben? Für einen Tag? Ich danke Ihnen vielmals. Ohne was... Ohne dass was passiert ist? Tex! Ja, Tex. Tex ist auch interessant. Weil der ist ja jetzt mit 1.13 auch dazugekommen. Also mit dem Mod. Ich glaube aber auch... andere. Also, nee, von der Liste hier glaube ich nicht, aber Tex ist da glaube ich der Erste. Der ist insofern interessant, weil der nämlich auch auf der AIM-Liste ist. Der Söldner, der Veteran. Wo ist denn Tex? Den Fisch sieht ihn wieder nicht. So, einmal durchgucken. Hier ist Tex. Tex R. Colburn. Oder Colburn. Einer unserer schillerndsten Krieger, Tex Colburn, gab seine sechsschüssigen Revolver auf, um sich seinem Traum zu erfüllen. Schauspieler zu werden. Filmschauspieler zu werden. Als aufgehender Stern im japanischen Western spielte er die Hauptrolle in Viel Staub und noch mehr Kugeln und erhielt glänzende Kritiken für seine Rollen in den Klassikern Angriff der Zwergponys und Ewig rollen die Räder. Das klingt wirklich nach echten Klassikern. Ja, aber anscheinend war es ihm jetzt genug mit der Schauspielkarriere. Und
Er möchte doch wieder ein bisschen aktiver werden. Einer der schillerndsten Krieger, Tex Colburn, ist in den Söldnerdienst zurückgekehrt. Als Star im japanischen Western erhielt er die Hauptrolle in Viel Staub und noch mehr Kugeln. Und hat Grenzen, steht ja fast das gleiche. Tex ist schnell mit der 357er in der Hand und bevorzugt seine eigene Tarnfarbe. Dann ist er ja erst eher so ein Pistolenschützer, ne? Ist ja dann nicht so sinnvoll. Weiß ich nicht, was er sonst für Fähigkeiten hat. Aber ja, Tex ist auch da. Und bei AIM sind einige, die nicht auf der normalen Söldnerliste sind. Ja, zum Beispiel Monk, Henning. Genau, die sind im normalen klassischen Jagged Alliance gar nicht dabei. So, aber das soll es für heute gewesen sein. Das war ein ungewöhnlicher Stream, so ganz ohne Kampf. Aber einiges geschafft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ohne dass ein Kampf stattgefunden hat. Ich werde mich auf jeden Fall zum nächsten Mal über die paar Sachen informieren. Und jetzt gespeichert? Ja, ne? Eigentlich schon. Ich vergesse es nur so schnell. Genau. Und guck jetzt noch nach dem Raid-Ziel. Ich freue mich, lieber Follower 200, Scribbler, dass du neu dabei bist. Ich freue mich auch wieder, wenn du einschaltest, wenn es weitergeht. Ansonsten gehe ich jetzt mal auf den Endscreen, ihr hört mich noch, und schau, zu wem wir raiden können. Und ich habe mich auch sehr gefreut über die anderen Kommentare von Thyraval und Samson natürlich. Und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Dann schauen wir mal. Oh, Firefox ist wieder live. Wir raiden wieder zum Firefox. Ist ja schon fast. Ja, weil ich glaube, ich war die letzten drei Sonntage am Jagged Alliance Stream. Und er spielt wieder Alan Wake, wie die letzten drei Sonntage. Es ist ein Horrorspiel. Von daher eine kleine Vorwarnung. Alan Wake Remastered. Aber Firefox ist ein guter Bekannter von mir. Und von daher. Also Alan Wake würde ich, glaube ich, nicht streamen wollen. Ich habe es tatsächlich selbst auch. Das Spiel, das war irgendwo kostenfrei zu haben. Aber ja, mal gucken. Vielleicht, wenn ich das spiele oder streame irgendwann, dann ist es noch lange hin. Okay, ja, freut mich, dass du zugeschaut hast und mir gefolgt bist. Ich denke mal, beim nächsten Mal wird es bestimmt auch wieder was zu kämpfen geben. Ansonsten kannst du dir auch gerne nochmal meine Videos on Demand anschauen, falls du Lust drauf hast. Ist natürlich nicht so ganz so cool, weil ich dann nicht darauf reagieren kann, auf das, was du schreibst. Aber falls du es machst, kannst du ja gerne beim nächsten Mal nochmal was kommentieren oder sowas. Aber ja, wie du magst. Gut. Ansonsten wünsche ich jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht und einen guten Start in die nächste Woche. Und sag euch vielen Dank. Nochmal danke für die Bits an Thyraval. Und dann eine gute Nacht. Ciao.